Hallo und herzlich willkommen im neuen Video. Wir begrüßen euch mal wieder live vom Wasser, dieses Mal an einem anderen Ort. Wir sind in einem Land, wo wir bis jetzt noch nie waren, weder ich noch Daniel. Daniel ist dieses Mal leider nicht dabei. Für mich hat sich aus Familienurlaub eigentlich eine relativ spontane Situation ergeben mit meiner Freundin. Und wir waren eigentlich in der Schweiz meine Schwester besuchen, dann habe ich noch ein Schlauchboot eingepackt und jetzt sind wir in Frankreich, das allererste Mal. Und wir möchten hier einfach ein paar Tage, also 3 Tage haben wir Zeit, aktiv angeln und schauen einfach, was die Zeit passiert. Wir waren noch nie in dem Land, vielleicht fange ich meinen ersten französischen Wels, mal schauen. Und ob es mir gelingt, das seht ihr wie immer im Video. Are you listening? Damn. Weg hier jetzt in die Unterkunft haben wir noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht an so einer Rausche. Die werden wir jetzt noch ein paar Stunden vielleicht mit der Spinnrute abwerfen und mit so ganz einfachen Blinkern. Mal schauen, wie lange wir Lust haben. Es ist relativ heiß und jetzt fangen wir vielleicht schon den ersten Wels am Weg zur Unterkunft und wenn nicht, dann eben hoffentlich später beim Klopfen am Abend. Jetzt endlich am Ziel angekommen. Bei Spinnfischen ging leider nichts mehr. Wir haben nur ein paar große Döbel gesehen, aber wellestechnisch war gar nichts. Wir werden jetzt hier noch das Boot aufbauen und noch die Strecke ein bisschen anschauen, vielleicht noch 2-3 Stunden angeln und mal schauen, was der Abend so bringt. So, das ist jetzt der erste Fisch, hat etwas gedauert, wahrscheinlich war es davor noch etwas zu heiß. Jetzt ist es schon kühler, die Sonne ist jetzt schon hinter den Wäldern verschwunden. Es wird jetzt sein 7:30 ungefähr, wir könnten jetzt theoretisch noch 2 Stunden fischen. Und ich würde sagen, wir lassen den jetzt mal zurück und schauen, was jetzt noch kommt. Thank you.
So, da ist jetzt der zweite Fisch, also der erste Fisch jetzt am nächsten Morgen. Gestern gab es leider mehr keinen. Ich lasse den mal schwimmen. Das ist jetzt der zweite Fisch der Tour. Der hat jetzt gleich nach 5 Minuten etwa gebissen. Und das lässt schon mal gut in den Tag starten und schauen, was der gesamte Tag heute noch bringt. So, das ist jetzt schon der zweite Fisch am nächsten Morgen. Gestern Abend gab es leider keinen mehr. Der hat jetzt innerhalb von 10 Minuten gebissen, also 10 Minuten nach dem anderen. Und der andere war etwas chaotisch, den haben wir nicht gefilmt, weil da sind wir gerade am Platz gefahren, haben eine Rute runtergelassen. Und als ich die zweite gerade angeködert habe, hat die sich fast verabschiedet. Da haben wir gerade noch die Rute erwischt und da hing schon der erste. Das ist jetzt schon der zweite und jetzt schauen wir, was der Tag noch bringt. Heute haben wir den ganzen Tag Zeit. Und mal sehen, ich lasse den jetzt mal zurück. Mal schauen, was der Tag jetzt noch so bringt. Der heutige Tag ist jetzt fast vorbei. Es ist jetzt ca. 18 Uhr. Bis 9:30 am Abend dürfen wir angeln. Wir werden jetzt nochmal rausfahren für 2 Stunden circa. Also wir machen jetzt noch Pause und fahren nochmal raus für 2 Stunden. Zum heutigen Tag, wir haben jetzt ab 11 Uhr eigentlich geangelt und hatten jetzt insgesamt 5 Fische, auch noch einen verloren, 2-3 Fehlbisse noch. Das ist eigentlich recht in Ordnung. Der größte hatte so 1,20 Meter, also der größte wäre noch ausbaufähig. Aber wir sind jetzt mal mit den Ergebnissen zufrieden. Wir haben uns extrem viel angeschaut. Wir sind ein ganzes Stück hochgefahren vom Fluss und haben sich echt viele Stellen angeschaut und die Fische haben wir eigentlich immer wieder auf denselben Stellen gefunden und dort dann auch gefangen. Also die beste Zeit, wo sie dann auch gebissen haben, war so gleich am Beginn bis 12 Uhr und jetzt dann gegen Ende. Wir haben uns trotzdem entschlossen, eine Pause zu machen, weil den ganzen Tag hält man es fast nicht aus auf dem Boot, ist schon recht heiß. Und zum gestrigen Tag noch, da haben wir ca. 3 Stunden geangelt, da haben wir uns das Stück flussab angeschaut. Da hatten wir dann nur den einen Fisch, also einen Biss, einen Fisch in den 3 Stunden, aber recht wenig geangelt, also Angelzeit war vielleicht 1,5 Stunden. Und ja, heute hat das Ganze besser funktioniert. Wir sind jetzt mal mit dem Ergebnis soweit zufrieden. Und wie wir genau vorgegangen sind, das erklären wir jetzt noch im Detail. Also jetzt noch kurz zur Fischerei. Das gesamte Gebiet hier hat im Durchschnitt so 4 Meter, zwischen 3,5 und 4,5 Meter, also 4 Meter herum. Und es gibt vereinzelt Löcher so mit 6, 7 Meter und genau die haben wir auch gefischt. Das sind zum Teil auch unter Brücken, wo sich das Wasser wahrscheinlich etwas ausgespült hat in der Schifffahrtsrinne. Da hat man dann diese Löcher, sind gar nicht groß, ab und zu nur 20 mal 10 Meter. Die fahren wir dann an, klopfen dann die ab 2-3 Mal und so haben wir jetzt die Fische gefangen. Jetzt tagsüber haben wir noch was anderes versucht und zwar haben wir eine Uferstrecke gefunden, die hatte so 5 Meter wirklich bis zum Ufer und dann ist die Uferkante gerade runtergegangen mit überhängenden Bäumen. Und wir hatten kaum Aktionen mehr in den Löchern. Und dann sind wir die einfach angefahren, wirklich ganz zu den Büschen, wo etwas Schatten war und haben die dann quasi angefahren, Köder runtergelassen, 2-3 Mal geklopft, dann wieder etwas weiter mit dem Paddel weitergepaddelt und so haben wir die Büsche abgefischt und hatten auch dort 2 Fische. Und das ging tagsüber recht gut, weil in den Löchern gar keine Aktionen mehr kamen. Also so schafft man es auch am Tag noch irgendwie seine Fische zu fangen.
starten jetzt in den letzten Tagen. Wir haben das Boot schon eingeräumt und aufgebaut. Wir werden jetzt noch ca. 2-3 Stunden angeln, bis Mittag gegen, dann werden wir abreisen. Gestern am Abend bin ich dann noch mal kurz raufgefahren zur Stelle, wo wir am Nachmittag eigentlich recht erfolgreich waren. Meine Freundin wollte nicht mehr, die habe ich dann an der Slippe aussteigen lassen und in Gleitfahrt war ich dann schnell oben. Da war doch noch circa eine halbe Stunde zu angeln. In der halben Stunde habe ich noch 2 Fische gefangen. Einen so mit 1,20 Meter, einer vielleicht so 1,30 Meter, so in der Größenkategorie circa. Ich habe sie nicht gemessen. Und wenn die Aufnahmen was geworden sind, ich habe es selbst versucht mit der GoPro zu filmen, dann werden wir die jetzt noch einblenden. Ansonsten schauen wir, was jetzt die letzten paar Stunden noch bringen. Und bevor wir abreisen, werden wir da noch ein kurzes Fazit ziehen. Noch kurz zum Gerät, was ich hier verwendet habe. Das sind die ganz normalen Klopfruten, die wir uns selbst gebaut haben, mit einer kleinen 4000er, 5000er Stationärrolle, 0,35er geflochtenen Schnur. Die verwenden wir bei uns zu Hause auch und die habe ich einfach mitgenommen. Die haben genau gepasst. Und gefischt haben wir als Köder mit so Teasern, das werdet ihr bestimmt schon in den ein oder anderen Aufnahmen gesehen haben. Einfach so Teaser mit Drilling und Einzelhaken darunter, dass er gut funktioniert. Wir hatten jetzt noch am Vormittag in 2 Stunden Angeln 2 Fische. Wir werden es jetzt auch gut sein lassen, jetzt ist es ziemlich am wärmsten. Wir packen jetzt alles Zeug weg und begeben uns wieder auf die Heimfahrt. Mit dem Resultat, wir hatten jetzt in einen halben Tag, einen ganzen Tag, einen halben Tag, also in 2 Tagen 10 Fische. Mit dem bin ich jetzt mal zufrieden, für das ich das erste Mal hier bin. Wir haben uns viel von der Strecke angeschaut, viel gesehen, viel gelernt auch und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wiederkommen. Und wenn ihr die nächste Folge auch nicht verpassen wollt, abonniert uns am besten gleich auf YouTube und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge.